Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute Knock Harder. Da unten sieht man schon den schönen Parasiten, der da gerade ins Bild gekrabbelt kam. Der versetzt uns in einen Traum. Und wir müssen feststellen, ob wir wirklich im Traum sind. Wenn ja, dann müssen wir uns selber umbringen, damit wir in die nächste Instanz übergehen. Und wenn wir nicht in einem Traum sind, müssen wir eine bestimmte Zeit überleben. Hier laufen auch so ein paar Zombies rum und so. Und es gibt verschiedene Indikatoren, die uns sagen, ob wir im Traum sind oder nicht. Werden wir gleich im Detail sehen. Wir sehen schon so ein bisschen was hier so drumherum. Da bewegt sich ein Stuhl, die Uhr spielt verrückt. Aber es gibt halt auch kleinere Details, wie zum Beispiel einfach ein Fernsehsender, der nicht von der Erde zu stammen scheint, etc. pp. Aber wir reden gar nicht mehr lange, sondern wir fangen einfach an mit einem neuen Spiel. Wir spielen erstmal auf Easy, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher auch nur auf Easy geschafft. Und wir nehmen den Prolog einmal mit. Am Anfang des 21. Jahrhunderts. Eine neue Kreatur erscheint. Sie nennen sie Parasiten. Der Parasit greift seine Opfer an und macht sie bewusstlos. Ein paar von denen, die angegriffen wurden, konnten aufwachen. Aber die meisten haben sich umgebracht. Die meisten wurden infiziert oder haben den Parasiten weitergetragen. So, wir haben hier jetzt unser kleines Team. Und, ja, das ist noch so ein bisschen was, von wegen, was der Parasit so alles macht. Meine Uhr glitscht schon wieder, sie zeigt 999 an. Okay, wir gucken uns um. Das ist das Haus, mit dem wir es zu tun haben. Wir haben es im Easy-Mode erstmal mit weniger Räumen zu tun nachher. Da ist eine Wand durchbrochen worden. Und Victor soll das jetzt bewachen. So. Es gibt die Dialoge mal so ein bisschen durch, weil die Dialoge finde ich nicht ganz so spannend. Aber ich werde euch natürlich sagen im Groben, was da so steht. Ja, jetzt haben wir hier noch ein Räumchen. Das ist das Badezimmer. Wir müssen übrigens auch ein Auge auf Spiegelungen haben und so. So wie jetzt oben im Badezimmer zum Beispiel bei dem Spiegel. Ein Wohnzimmer. Eine Abstellkammer. Ist zu. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Und hier ist noch ein Loch in der Wand. Sehr gut. Ups. Der Raum hier spielt aber auch erstmal noch keine Rolle. So. Na komm schon. Einen Raum haben wir noch. Den müssten wir eigentlich alle inspiziert haben. So. Gut, jetzt müssen wir einmal nach Gegenständen gucken. Oder wir wollen zumindest nach Gegenständen gucken. Und da ist der Parasit, der uns befällt. Und wir sind im Traum. Gucken uns einmal um. Sieht alles sehr merkwürdig aus. Die Uhr zeigt 0 Uhr an. Jetzt müssen wir zu Jackie oder Victor gehen. Die haben wir ja vorhin hier platziert. War das nicht hier? Ah, hier drüben. So, was ist passiert? Bin ich tot? Nein, also fast. Du träumst auf eine gewisse Art und Weise, aber du wirst wahrscheinlich bald sterben. Hast du schon Gold gefunden? Gold? Was ist das für ein Unfug? Okay. Die machen immer so ein bisschen hin und her, so von wegen, die joken immer so ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist irgendwie teilweise nicht wert, das jetzt alles zu übersetzen. Sieht das so unnötig in Länge. Es ist fürs Spiel tatsächlich nicht relevant, es ist einfach nur ein bisschen Rumgescherze. Wir müssen uns jetzt aber auf jeden Fall einmal zurechtfinden. Wir können schießen, wir können nachladen und wir können unseren Traum beenden. Wenn wir denn der Meinung sind, wir träumen. So, jetzt gucken wir uns einmal um. Wir haben noch ein bisschen Hilfestellung hier. Aua. Eine sehr kurze Reichweite nur. Jetzt können wir hier schon sehen,
Der Fernsehsender ist nicht richtig. Dementsprechend sind wir im Traum und beenden das Ganze. Wie gesagt, durch die Dialoge hier skippe ich ein bisschen durch. So, das war der Prolog. Jetzt gibt es keine weiteren Tipps mehr. Jetzt muss man halt von Runde zu Runde selber feststellen, was richtig ist, was nicht richtig ist. Die Bilder können sich auch verändern. Dafür muss man natürlich wissen, wie sie vorher ausgesehen haben. Das kriegt man dann von Runde zu Runde besser mit. Hier ist gerade niemand. Das Fernsehprogramm sieht ganz gut aus. Der Zettel hier ändert sich auch regelmäßig. Vergib mir, Andrew. Ich weiß, dass Kerzen dich irritieren. Also habe ich eine Engelstatue gekauft. Oder reingebracht, oder wie auch immer. Okay. Wir haben oben übrigens einen Timer laufen, da oben 2 Minuten 5. Das ist die Zeit, die wir haben, um uns zu entscheiden, ob das ein Traum ist oder nicht. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann, jo. Ne, haben wir unser Bestes richtig entschieden. Wir fixen einmal den Strom. Okay. Das ist schon mal falsch, weil das, ne? Da können wir direkt schon mal sagen, das ist ein Traum. Wir erwachen wieder. Da hier ist alles gut soweit. Das Bild gucken wir auch nochmal schnell, ist auch gut. Ah. Die fressen so viel davon. So, jetzt. Okay, wir müssen auch alles durchsuchen, weil wir teilweise halt einfach Items finden können. Das ist in Ordnung, denke ich. Weil wir Items finden können, wo wir dann sagen können, okay, das passt einfach nicht. Ist alles in Ordnung. Da ist diesmal keiner drin. Machen einmal wieder den Strom. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Licht ist oder ob es auch sein kann, wenn ich den jetzt repariere, dass die Lichter trotzdem nicht angehen und wir dann wissen, okay, wir sind im Traum. Das kann ich nicht genau sagen. Weil so viel gespielt habe ich das Game hier auch noch nicht. Hier können wir nicht rein. Da ist die Engelstatue, von der die Rede war. Das ist also okay, denke ich. Wir haben übrigens aktuell kein Licht, dafür müssten wir erstmal eine Taschenlampe finden. Und die Zombies, die kommen auch immer wieder nach, tatsächlich. Aua. Okay, Medikamente können wir auch finden, aber ich glaube, aktuell haben wir keine, nö. Habe ich das mitgenommen? Nee, jetzt. So, wir gucken hier mal. Da ist noch ein bisschen Munition. Die Fenster sind verbarrikadiert. Keine Ahnung, wird wohl okay sein, denke ich. Hübsches Bild. Spiegelung, ja. Das ist... Der Strom hier ist in Ordnung. Okay, die Lampe funktioniert auch. Die hier ist halt einfach kaputt. Man kann übrigens auch so Späßchen machen wie da... Ups. Da hinschießen. Und dann geht der Strom aus. Dann kann ich den auch wieder reparieren, aber... Ich weiß nicht, ob das auch quasi ein Hinweis ist, wenn die Lichter dann nicht ausgehen, wenn man drauf schießt, dass das ein Traum ist. Ich kenne halt nicht alle Traumindikatoren. Jetzt sehe ich natürlich nichts, das fand ich ganz so schlau. Wir reparieren den Strom nochmal kurz. Wir haben noch 26 Sekunden und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das hier ein Traum ist oder nicht. Bisher sieht eigentlich alles ganz fein aus. Da kommt schon wieder ein Zombie nach, da unten. Das Licht ist an, aber es ist dunkel? Warte mal, ich glaube, das ist ein Traum. Weil im Flur, die Lampen sollten an sein, aber es war ja stockdunkel da unten. Deswegen glaube ich, dass das ein Traum war. War auch richtig. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt der richtige Indikator dafür war, aber ich habe es mir jetzt so hergeleitet. Okay. Ist auch okay. Da kommt gleich der erste Zombie raus. Aua. So. Die Lampe ist an. Ja, okay, da ist ein bisschen gekritzelt. Fernsehsender ist auch in Ordnung. Die CD. Band Parasite, okay. Damit ist das schon mal erledigt. Man muss die Beschreibung halt lesen. Wir in dieser Instanz mal. Auch nichts. Da höre ich doch schon wieder einen Zombie rankriechen. Huch, man sollte sich auch umdrehen zum Schießen, dann hilft das auch.
verstehe, dass du viel zu tun hast, Charlie, aber deine Investitionen können deinen Sohn nicht ersetzen. Dein Leben fällt auseinander, denk drüber nach. Okay. Da habe ich auch schon wieder was. Hier mal. Ich repariere noch meinen Strom. Okay, Strom ist an. Hier haben wir die Engelstatue und das, der Strom hier ist auch an. Da haben wir eine Taschenlampe, das ist schon mal sehr gut. Die sind verbarrikadiert, das ist, denke ich, auch in Ordnung. Das Bild sieht auch aus wie eben. Da haben wir jetzt Painkiller gefunden, also hier Schmerzmittel. Das können wir auch gleich brauchen. So. Ich finde jetzt ehrlich gesagt bisher nichts, was irgendwie... Doch, die Uhr. Die Uhr hat sich super schnell gedreht. Nächste Instanz. Okay, das sieht alles gut aus. Die Türen sind zu. Das sieht auch okay aus. Kein Zombie diesmal. Fernsehprogramm ist in Ordnung. Harry, ich werde diese Engelstatue wegschmeißen, wenn du weiterhin meine Kerzen wegnimmst. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, was eigentlich auf diesem Zettel stehen soll. Also. Ein Aufkleber von einem mittelgroßen Elefanten. Okay. Da muss man auch genau lesen, weil diese Items, da steht auch manchmal einfach lebendiger Elefant. Weiß man halt auch, okay. Das ist wohl eher nicht die Realität. Der hat nichts dabei. Aber das war halt wirklich nur ein Aufkleber. Okay. Schade. Ich mag das, wenn die Indikatoren so eindeutig sind. Ist auch nichts Auffälliges. Engelstatue. Oh Gott. Das war nicht so schlau. Ich hätte erst den einen erledigen sollen. Also dann kann man hier so ein bisschen, aua, im Kreis gehen. Kommt noch einer. Ich will nicht eingekesselt werden zwischen den beiden. Ey. Festgehangen. Im Türrahmen. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen was eingebüßt. Das war so nicht geplant. Okay, da haben wir aber auch gleich Painkiller bekommen. Und nochmal, die nehmen wir auch direkt. Jetzt kann ich hier endlich mal durchsuchen. Okay, das ist in Ordnung. Scheint auch okay zu sein. Oh, eine Taschenlampe. Das läuft auch. Licht ist an. Spiegelung ist okay, denke ich. Die Uhr ist in Ordnung. Ist auch alles gut. Ich würde fast sagen, wir haben unsere Instanz, ne? Ich lasse den Timer mal runterticken und hoffe mal aufs Beste. Nope. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was es war. Okay, wir waren zu lange in einem Traum und der Parasit hat uns aufgefressen. Aber ich weiß wirklich nicht, was jetzt gerade der Indikator war. Ich glaube, ich hätte das vorhin nochmal gucken können, aber ich habe den Dialog zu schnell gestartet. Wir versuchen das Ganze aber nochmal. Und zwar skippen wir diesmal den Prolog, den kennen wir ja jetzt. Das Telefon klingelt.
da auch gleich ein Zombie raus. Der hat ein paar Patronen für uns, das ist gut. War die Lampe da schon immer, da unten? Wer hat sich reingeschlichen? Die haben ein geheimes Lager quasi. Und zwar hier. Wunderbar. Jetzt haben wir eine Taschenlampe, das ist schon mal gut. Das Fernsehprogramm ist in Ordnung. Ich hänge ein Porträt von meinem Bruder in den Flur. Okay, weiß ich nicht. Ich frage mich aber gerade, ob die Lampe die ganze Zeit schon hier war. Ich bin nicht ganz sicher. Die Uhr ist in Ordnung. Die Engelstatue ist auch okay. Okay, ein paar Patronen. Jetzt gucken wir hier mal in die Schränke rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist okay. Ich würde sagen, das da ist nicht richtig am Fenster. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich. Gibt es hier noch mehr Indikatoren? Ich finde das schwer zu sagen, auch wenn man sich jetzt hier umguckt, was Hinweise auf Indikatoren sind und was nicht. Okay, das habe ich nicht verstanden. Oh, jetzt sind das keine Zombies mehr. Hehe. Oh, ich glaube, der Tisch kann sich auch in der Länge verändern. Der ist gerade kurz länger geworden. Okay, wir machen einfach mal weiter. Nächste Instanz. Patronen, das Bild ist in Ordnung. Türen gehen nicht auf, wunderbar. Doch die Lampe scheint da schon immer gewesen zu sein. Der Teppich auch. Ich vermute jetzt hinter allem irgendwas. Ein Porträt des Präsidenten aufgehängt. Ich weiß halt nicht, wer das ist da unten auf dem Porträt. Fernseher ist in Ordnung. Die Uhr ist um 3 Uhr gestoppt. Auf der Rückseite steht für Charlie. In Erinnerung an Mama Scarlett. Sagt mir jetzt so auch nichts. Eine Brosche von einer Möwe. Okay, Strom ist an. Da kommt auch schon der erste Zombie angewatschelt. Nehmen wir dann direkt schon mal mit. Dann gucken wir hier oben mal. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den hinteren gesehen, aber den vorderen nicht. Ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich muss hier leider einmal durch. Das war Nummer 1. Geht uns jetzt natürlich wertvolle Zeit verloren. Nummer 2. Aua. Und Nummer 3. Da, nee. Hier war doch noch einer, oder? Waren das nicht 2, die wir hier hatten? Ach, hier unten. Den kann ich nicht durchsuchen. Na gut. Dann schauen wir hier oben jetzt nochmal schnell. Das ist zu dunkel dafür, dass das arbeitet. Ich guck trotzdem mal kurz, wenn wir noch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es war zu dunkel dafür, dass das Stromding ordentlich arbeitet. Hm? Hier ist alles zu, ist alles in Ordnung. Ist auch alles gut. Das Porträt von Tommy ist wunderbar geworden.
Und hängt im Flur. Okay. Wo ist in Ordnung? Ja. Nehmen wir da schon mal auf, dass wir den Fluchtweg offen haben. Einmal reparieren, wie immer. Das sieht gut aus. Okay. Dann hier oben. Da stehen wir selber. Das ist definitiv nicht richtig. Und von vorne. Alles gut. Ist auch alles... Ah, Zombie. Den hätten wir. Bradley hatte recht, als er die Stahldinger an dem Fenster angebaut hat. Okay, das heißt, das Fenster dürfte diesmal nicht nur verbarrikadiert sein, sondern müsste aus Stahl sein. Ansonsten passt schon mal was nicht. Was haben wir hier? Catherine Schurkert. Ich denke, das ist in Ordnung. Ein wirklicher lebender Elefant. Ja, nee. Taschenlampe. Taschenlampe ist gut. Sie hat ihre möwenfarbene Brosche verloren. Mhm. Können wir die jetzt hier finden? Nee, können wir nicht. Ich dachte, vielleicht wäre das ein Hinweis, dass die hier irgendwo drin liegt. Aber dann hätte sie auch nicht verloren, ne? Wenn sie hier liegen würde. Ist auch interessant. Das könnte man jetzt so oder so auslegen. Man könnte sowohl sagen, hey, die müsste jetzt eigentlich hier irgendwo liegen, weil sie besitzt sowas. Oder hey, sie dürfte hier nirgendwo sein, weil sie hat sie ja verloren. Feuerzeug. Können wir die ganzen Kerzen hier mal anmachen. Ein bisschen Licht. Wir müssen gleich einmal am Fenster gucken. Die Uhr ist in Ordnung. Wir verlieren gerade ein bisschen sehr viel Zeit. Ah. Ach komm schon. Gerade irgendwas zerschossen, glaube ich. Ja, die Lampe. Oder die Zombies haben sie kaputt gemacht, ich bin nicht ganz sicher. Ein paar Patronen wären, glaube ich, nicht schlecht. Und einmal lieben. Jetzt gucken wir hier oben einmal schnell. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nope, das ist definitiv verkehrt. Versuchen wir unser Glück nochmal. Noch nicht. Fernsehprogramm ist in Ordnung. Porträt von einem Wissenschaftler. Keine Ahnung. Uhr ist okay. Komm schon. Zum Glück kriegen wir überall genug Patronen. CD, Avantasia, Death is just a feeling. Kann ich jetzt nichts Ungewöhnliches dran feststellen.
Die Lampen sind an. Das Gang. Gut. Engelstatue. Fressen so viel Kugeln. Noch einer. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Okay. Die, die auf dem Weg sind, loot ich noch eben. Okay. Feuerzeug gefunden. Das Licht ist auch an, das ist in Ordnung. Das Bild ist okay. Oh. Hoppla. Ich finde jetzt gerade ehrlich gesagt nichts, was irgendwie auffällig wäre. Außer diese CD, aber ich weiß nicht. That's just a feeling. Ich lasse den Timer nochmal auslaufen, glaube ich. Oh! Das Telefon nah am Sofa? I don't know. Gut, ich würde sagen, wir lassen es dabei erstmal. Ich werde offscreen wahrscheinlich noch ein bisschen spielen und ja. Also ich weiß, also ich bin bisher einmal, glaube ich, auf easy entkommen und es ist halt einfach nur, man verlässt den Raum und hey, wir haben es geschafft und so. Also ja, es macht auf jeden Fall Laune für zwischendurch und ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch Tag einfach noch mehr, wenn ihr dieses Video seht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.